Damit sie nicht wenige Stunden oder Tage nach ihrer Geburt qualvoll sterben müssen, werden derzeit Rehkitze mit großem Aufwand gesucht und in nahegelegene Felder und Wälder in Sicherheit gebracht. Denn die Wiesen, die ihnen oft als Versteck dienen, müssen jetzt gemäht werden. Nun kommt Unterstützung aus der Luft. Speziell ausgerüstete Drohnen könnten schon bald flächendeckend zum Einsatz kommen. In Kriegsgebieten bringen sie den Tod, bei uns helfen sie, das Leben von Tieren zu retten. Einsatzbesprechung in Bad Zell im Bezirk Freistadt, während andere noch im Bett liegen. Die Jäger, Bauern und Techniker müssen die ersten Stunden des Tages nützen, bevor die Sonneneinstrahlung zu stark wird. Mit einer ferngesteuerten Drohne, die mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera ausgestattet ist, überfliegen sie Wiesen, die gemäht werden sollen, gleichzeitig aber auch neugeborenen Rehkitzen als Versteck dienen. Wenn man die Bilder im Kopf hat, die da entstehen, wenn Kitze vermäht werden, da sind sie nicht immer sofort kaputt. Ich muss ja so ungefähr ein Drittel immer wieder erschießen. Dann kann jeder, der das weiß, meinen Einsatz verstehen. Seit über 40 Jahren retten der Altbürgermeister von Bad Zell und seine Mitstreiter in Zusammenarbeit mit dem Landesjagdverband Rehkitze. Im Unterschied zu uns Menschen benötigt die Drohne nur wenige Minuten, um ein mehrere Hektar großes Feld lückenlos zu durchsuchen. Also die Kitze, die so bis maximal 10 Tage alt sind, die liegen wie ein Kartoffel im Gras, nicht? Dann kann man aufheben, rühren sich nicht, weil eben hier der Drückinstinkt, ein angeborenes Verhalten, überwiegt. Und das heißt, ruhig sein, ich habe eine Schutzfarbe und ich bin geruchlos. Die Mähwerke sind auch in der Evolution nicht eingeplant. Nicht nur die Jägerschaft ist daran interessiert, dass möglichst keine Kitze beim Mähen getötet werden. Denn über die gehäckselten Teile gelangen Bakterien und Leichengift ins Silofutter. Das ist natürlich problematisch, weil das stark toxisch ist. Und dann ist natürlich ein Schaden für Kühe auch und für die ganzen Viecher. Und natürlich ein Landwirt hat ja selber Tiere und will auch keine Tiere töten. Oder so. In einer Höhe von 100 Metern überfliegt die Drohne mit rund 30 km/h systematisch die Wiesen und erkennt auch kleinste Wärmequellen. Der erfahrene Pilot, der seit Jahren auch für ORF-Produktionen im Einsatz ist, beziffert den Preis der von ihm selbst konstruierten Drohne auf mehrere tausend Euro. Wenn man schön geordnet nur in schmalen Streifen absucht, also das heißt so ungefähr in 30 Meter Streifen absucht, dann dürfte man überhaupt nichts übersehen. Da die Technik immer billiger wird, sollen in Zukunft Jäger in allen Landesteilen mit derartigen Drohnen ausgestattet werden, um schnell reagieren zu können, wenn die Bauern zu mähen beginnen, damit möglichst viele Rehkitze die kritischen ersten Tage überleben.